Du glaubst nicht, wie genial es ist, wenn du so ein Teil in deine Toilette wirfst. Wie du das Ganze anwenden musst, was es genau ist und einen weiteren Geheimtipp erfährst du in diesem Video. Dafür brauchst du genau zwei Zutaten. Bei der ersten handelt es sich um Cola. Fülle hiervon 200 ml in ein Gefäß. Jetzt brauchen wir die zweite Zutat, dabei handelt es sich um Zahnpasta. Von dieser solltest du ungefähr einen 25 cm langen Strang mit dazugeben. Schnapp dir jetzt einen Löffel und rühre das Ganze gut miteinander durch. Am Ende sollte sich die Zahnpasta in der Cola im besten Fall komplett aufgelöst haben und du hast außerdem die Kohlensäure herausgerührt. Wenn es jetzt bei dir so aussieht, brauchst du eine Eiswürfelform. Wie groß diese ist, ist hierbei komplett egal, denn wir wollen das Ganze danach in den Gefrierschrank stellen und das hat einen sehr guten Grund, denn wenn du die Mischung einfach so irgendwo hereinkippen würdest, würde sie einfach herunterlaufen. Dadurch, dass sie gefroren ist, läuft sie langsam herunter und kann deutlich besser wirken, wie du gleich noch genauer sehen wirst. Also ein paar Stunden in den Gefrierschrank damit und schon kannst du es anwenden. Hol dafür immer ein bis zwei Stück hiervon heraus und kippe sie jetzt entweder in deine Toilette oder ich zeige dir gleich noch eine weitere Möglichkeit. Hier solltest du sie erstmal ein wenig wirken lassen, damit sie sich etwas auflöst. Denn Cola und Zahnpasta haben wirklich super gute Reinigungseigenschaften, besonders in Kombination. Sie können sogar hartnäckige Verschmutzungen entfernen und durch die Zahnpasta wird es danach auch noch angenehm riechen. Wenn du es etwas einwirken lassen hast, dann schnapp dir die Klobürste und wische nochmal gut durch. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten genialen Methode, wo du es ebenfalls anwenden kannst, und zwar an deinem Abfluss. Hierfür solltest du einfach eines dieser Eiswürfel in den Abfluss legen, so wie du bei mir sehen kannst. Warte ungefähr 30 Minuten, bis er sich langsam auflöst und überall in deinem Abfluss ansetzt. Jetzt solltest du mit heißem Wasser nochmal nachspülen. So wird am Ende alles wieder sauber und riecht angenehm frisch. Doch kennst du auch schon den Geheimtrick mit der Klobürste an deinem Auto? Klicke jetzt auf das Video, um direkt zu erfahren, worum es sich dabei handelt.